Hallo meine Lieben, heute habe ich diesen wunderschönen Look für euch geschminkt, nur mit Naturkosmetik und veganen Produkten. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte ich dafür verwendet habe, dann bleibt doch gerne dran. Für den heutigen Look verwende ich die Produkte von 100% Pure. So seht ihr die Produkte direkt mal in Aktion. Ich finde das ja persönlich immer super spannend und auch sehr hilfreich. Während ich mich schminke, erzähle ich euch noch so ein bisschen was zu den Produkten und zur Marke. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Los geht es natürlich mit der Grundierung und dafür nehme ich die BB Cream von 100% Pure in der Farbe 20 Aglo. Das ist eher meine Sommerfarbe, würde ich mal sagen, also sie ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Ich würde empfehlen, die einfach mal mit den Fingern aufzutragen, das klappt für mich auf jeden Fall am besten. Erstmal, dass sie so ein bisschen dicker und fester ist und sich dadurch ein bisschen schwerer einarbeiten lässt, aber ich muss sagen, das geht eigentlich echt gut und die hinterlässt so ein richtig gepflegtes Hautbild, so ein bisschen glowy. Die Deckkraft würde ich als Mittel einstufen, aber die lässt sich auch auf jeden Fall aufbauen. Also ich finde, ich brauche jetzt gerade nicht so viel abzudecken und ich will ja einfach nur einen gleichmäßigen Teint. Deswegen reichen mir jetzt so zwei kleine Pupse auf jeden Fall aus. Das Finish ist auf jeden Fall natürlich, leicht glowy, aber jetzt auch nicht zu fettig. Also ich habe auch drunter lediglich so ein bisschen Tagespflege, also ein Serum und ein bisschen Creme. Die BB Cream enthält auch einen Lichtschutzfaktor der Stärke 15. Der wird natürlich nur bedingt erreicht, weil man ja mit so einer BB Cream, einer getönten Tagescreme, ja immer nur sehr wenig aufträgt und dadurch der ausgelobte Lichtschutz nicht erreicht wird. Aber wenn ihr jetzt auf Lichtschutz Wert legt, könnt ihr ja auch vorher noch eine Sonnencreme auftragen. So, ich finde das Ergebnis ist auf jeden Fall super gleichmäßig und ja, glowy, aber natürlich. Aber die Deckkraft lässt sich auf jeden Fall auch noch aufbauen, wenn man jetzt einfach ein bisschen mehr abzudecken hat. Genau, bei mir reicht das jetzt so auf jeden Fall aus und ich finde das Ergebnis schon mal super schön. Um meine Augenringe abzudecken, nehme ich noch den Concealer von 100% Pure und zwar den Second Skin Concealer in der Nuance 3. Die ist mir auch noch ein bisschen dunkel, würde ich sagen, aber jetzt um meinen Augenschatten abzudecken, geht das schon, weil die Farbe sich auch echt gut dem Hautton anpasst, wie ich finde. Genau, was kann ich denn noch zur Marke erzählen? Also falls ihr 100% Pure noch nicht kennt, das ist eine Marke aus L.A. und gibt es aber auch zum Glück hierzulande zu kaufen. Ich glaube allerdings fast nur online. Ich packe euch den Link natürlich wie immer in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das ist wirklich eine sehr hochwertige Marke und die haben echt tolle Produkte. Und ich habe die schon seit Anbeginn, sage ich mal, meiner Naturkosmetikzeit habe ich da Produkte schon verwendet und jetzt habe ich halt inzwischen wirklich einiges zusammen, sage ich mal, sodass ich jetzt endlich mal die Gelegenheit habe, euch einen ganzen Look zu schminken. Jetzt sind wir mit der Grundierung fertig. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, sich immer so zuzukleistern, sondern mag es eigentlich eher leicht, gerade im Alltag. Und ja, finde das Ergebnis auf jeden Fall schon mal sehr gut und würde mich jetzt dem Augen-Make-up widmen. Dazu verwende ich eine recht neue Palette von 100% Pure, und zwar die Rose Gold Palette. Die haben sowieso mehrere Paletten im Sortiment, aber die halt finde ich echt der Knaller. Also die hat halt 5 verschiedene Farben, die alle so schimmernd, leicht metallisch sind. Und das finde ich halt für den Sommer mega. Also die glänzen halt richtig gut, das werdet ihr später auch noch in Aktion sehen. Und enthält halt einen Highlighter, einen Rouge und 3 Lidschatten, womit man schon echt gut arbeiten kann und sich echt einen ganzen Look schminken kann, was natürlich echt super ist. Und ich würde jetzt einfach mal mit so einem Blendepinsel in den äußeren Ton gehen, in diesen hier. Der heißt Prism und ist so ein Goldbraun. Den trage ich jetzt einfach mal auf mein bewegliches Lid auf. Ich finde, die Farben sind gut pigmentiert, aber jetzt auch nicht total in your face. Also, wenn ihr den Effekt noch verstärken wollt, könnt ihr auch immer mit einem angefeuchteten Pinsel arbeiten.
Mit dem Ton gehe ich jetzt über mein gesamtes bewegliches Lied. So, ich finde die Farbe ist schon mal echt schön. Es ist wie gesagt so ein goldenes, so ein goldener Braunton, den ich auch super alltagstauglich finde und der halt so schön schimmert, ohne zu glitzern. Und jetzt gehe ich noch in die zweite Farbe und zwar in dieses hellere Rosé, würde ich mal sagen. Das ist die Farbe Gleam und davon gebe ich einfach mal noch so ein bisschen in meinen Augeninnenwinkel, um das Auge noch so ein bisschen zu highlighten, um den Blick einfach noch so ein bisschen zu öffnen. So diesen schimmernden Look finde ich schon mal super schön, gerade für den Sommer. Als kleines Kontrastprogramm gehe ich als nächstes in einen matten Ton, und zwar ist der nicht in der Palette enthalten. Dafür nehme ich so einen Mono-Lidschatten in der Farbe Potato und gebe mir das nochmal in die Lidfalte, um das Auge einfach noch zusätzlich zu betonen. Und der ist wirklich stärker pigmentiert, dann würde ich mich erstmal langsam rantasten und dann gebe ich den halt wirklich so in die Lidfalte und verblende das Ganze gut. So, wenn ihr das Ganze gut verblendet habt, dann finde ich, hat man echt schon so ausdrucksstarke Augen, was ich echt schön finde. Wenn ihr jetzt nicht so sauber gearbeitet habt oder so, könnt ihr die Ränder auch nochmal so ein bisschen mit einem Concealer säubern, aber das mache ich jetzt eigentlich nicht, weil ich das Ergebnis so auf jeden Fall schon super schön finde. Für mich ist dieser Lidschatten wirklich genial und ich kann euch das Produkt echt empfehlen, weil ich nutze den nämlich nicht nur als Lidschatten, sondern ziehe mir jetzt damit auch noch einen Lidstrich. Und sowas liebe ich ja immer, wenn man Produkte einfach mehrfach nutzen kann. Und ich fülle mir danach auch noch die Augenbrauen damit auf, also quasi 3 in 1, das finde ich halt immer super praktisch. Deswegen, dieses Produkt möchte ich echt nicht mehr missen. Ich ziehe mir jetzt aber auf jeden Fall erstmal einen Lidstrich mit so einem angeschrägten Pinsel, das geht auf jeden Fall ganz gut. Und ich finde, das kann man halt auch als Anfänger ganz gut machen. Mit so einem angeschrägten Pinsel funktioniert das halt echt gut. Ich nehme mal den Spiegel, weil man die Farbe einfach so am Wimpernkranz eindrücken kann, finde ich. Muss da gar nicht so krass akkurat arbeiten und das Ergebnis wird trotzdem schön. Ihr seht es ja, also ich drücke die Farbe wirklich hier nur so am Wimpernkranz entlang, ziehe mir jetzt da auch kein Wing oder so, sondern will quasi einfach nur meine Augen ein bisschen betonen. Und es klappt halt mit dem Lidschatten echt gut, weil der halt wie gesagt auch super pigmentiert ist und ja, auch den ganzen Tag hält, muss ich sagen. Das finde ich halt eh bei den Produkten von 100% Pure, dass die echt eine super Qualität haben. Also ich wollte euch ja noch so ein paar Dinge zur Marke erzählen. Und zwar handelt es sich um hochwertige Naturkosmetik, die sowohl pflegende als auch dekorative Produkte im Sortiment haben. Also neben den ganzen Produkten, die ich euch jetzt hier zeige, haben die auch tolle Produkte zur Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege. Und fast das ganze Sortiment ist auch vegan. In ein paar pflegenden Produkten ist Honig enthalten bei 100% Pure. Aber sonst ist alles vegan. Dementsprechend auch die Produkte, die ich euch heute zeige. Die Produkte sind halt echt irgendwie unkompliziert. Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass die halt richtig gut verträglich sind. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal irgendwie auch einen Rouge oder sowas aus der Drogerie verwendet, dass ihr dann so Unreinheiten oder so an der Haut bekommt, an den Wangen. Und das habe ich jetzt hier mit den Produkten überhaupt nicht. Also die haben wirklich sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Die nutzen jetzt auch nicht irgendwie so billige Füllstoffe, sage ich mal, oder auch einfach nur Wasser zum Beispiel, sondern bei denen haben wirklich die Inhaltsstoffe auch Funktionen. Also zum Beispiel statt Wasser wird dann zum Beispiel Reiswasser verwendet oder Tee, was einfach der Haut immer noch einfach irgendeinen Nutzen, sage ich mal, mitgibt. Sei es die Versorgung mit Vitaminen oder Mineralien.
Also ihr habt bei 100% Pure wirklich eine super hochwertige Marke. Dementsprechend sind die Produkte auch ein bisschen teurer, aber erstens halten die wirklich lange, also sie sind echt ergiebig. Und zweitens, wie gesagt, ihr bekommt halt echt was für euer Geld. So, bevor ich mir jetzt die Augenbrauen auffülle, werde ich mir erstmal die Wimpern tuschen. Und wenn ihr noch eine Naturkosmetik-Mascara sucht, dann müsst ihr wirklich bei 100% Pure vorbeigucken, weil die haben einfach die besten Wimperntuschen im Sortiment. Die haben zwei verschiedene und jeweils auch in unterschiedlichen Farben. Also auch wenn es jetzt für euch nicht unbedingt schwarz sein soll, werdet ihr dort fündig. Ich habe jetzt hier die Maracuja-Mascara für Volumen. Und ich finde ja, das macht sie auch wirklich. Also sowohl Volumen, Länge als auch Definition. Ich trage die jetzt einfach mal auf und dann werdet ihr sehen, wie meine Wimpern aussehen. So, ich habe mir jetzt zwei dünne Schichten Mascara aufgetragen und ich finde das Ergebnis echt schön. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Wimperntusche findet. Und als nächstes würde ich mich jetzt mal meinen Augenbrauen widmen. Wie gesagt, kommt dazu nochmal der Lidschatten zum Einsatz und auch nochmal mein angeschrägter Pinsel. Der hat nämlich am anderen Ende auch so ein kleines Bürstchen, mit dem man seine Augenbrauen erstmal oder auch danach nochmal durchbürsten kann. Und für die Augenbrauen muss ich sagen, mache ich es echt immer so, dass ich mir eigentlich zuerst unten ja, quasi eine Linie ziehe, um so einen gewissen Rahmen zu haben. Also ihr werdet das ja gleich sehen. Und die bürste ich dann eigentlich nur so ein bisschen nach oben. Also ich mache jetzt da gar nicht so viel. Ich will halt einfach nur meine Augenbrauen so ein bisschen betonen. Die Farbe finde ich halt auch ganz schön, weil die nicht irgendwie zu warm ist. Aber da gibt es auch super viele Farben bei 100% Pure. Da könnt ihr mal gucken. Und die haben halt auch natürlich richtige Augenbrauenprodukte. Ich muss aber sagen, dass ich hier mit dem Lidschatten schon super zurechtkomme und mir da jetzt gar kein separates Produkt gekauft habe. Genau, dann gehe ich halt einfach nur so ein bisschen durch und versuche meine Augenbrauen so ein bisschen zu betonen. Am Ende bürste ich alles nochmal so ein bisschen durch, damit das Ganze ein bisschen natürlicher noch aussieht. Ich finde es aber insgesamt super wichtig, seine Augenbrauen zu betonen oder beziehungsweise super schön, weil es einfach dem Ganzen nochmal so einen Rahmen gibt. So, jetzt widme ich mich aber nochmal der wunderbaren Rose Gold Palette. Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese noch einen Rouge und einen Highlighter enthält. Und das möchte ich jetzt natürlich noch auftragen. Die Swatches zu allen enthaltenen Farben blende ich euch hier nochmal irgendwo ein. Und ihr seht diese natürlich auch auf meinem Gesicht, aber wenn euch die einzelnen Farben interessieren, dann blende ich euch die Swatches wie gesagt nochmal ein. Und ihr findet zu dem Look auch einen ausführlichen Beitrag auf meinem Blog. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Infobox, da solltet ihr auch nochmal vorbeigucken. Also, jetzt nehme ich auf jeden Fall diesen schönen Rouge-Ton auf. Das ist wirklich so ein, ich würde sagen, Rosenholz mit so einem leichten Goldeinschlag. Also, ich finde den echt total schön und nehme den hier mit so einem Rouge-Pinsel auf und gebe das Ganze einfach mal so ein bisschen auf meine Apfelbäckchen. So, ich hoffe, das sieht man jetzt in der Kamera alles gut. So eine Kamera schluckt ja auch immer so ein bisschen Farbe. So, ihr seht vielleicht, wie schön der changiert. Also, ich finde das wirklich ein total schöner Effekt. Anschließend trage ich noch den Highlighter auf. Das klappt entweder ganz gut mit so einem Fächerpinsel oder auch mit den Fingern, wie ich finde. Und gebe hier einfach mal so ein bisschen auf meinen Wangenknochen. Jetzt nur so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von total intensivem Highlighter. Deswegen trage ich jetzt nur mal so ein bisschen auf. Der ist halt auch so golden, wie der Name schon sagt. Ihr merkt, der Name passt perfekt zu der Palette. Der lässt sich auch auf jeden Fall aufbauen. Also wenn ihr wirklich so einen In-Your-Face-Highlighter sucht, dann könnt ihr den auf jeden Fall auch verwenden. Ich bin da, wie gesagt, nicht so ein Fan, deswegen trage ich jetzt hier nur mal so ein bisschen auf. Jetzt möchte ich mein Gesicht noch ein bisschen aufwärmen, deswegen trage ich noch einen Bronzer auf. Und zwar den Cocoa Pigmented Bronzer in der Farbe Cocoa Glow von 100% Pure. Und da gibt es drei verschiedene Farben, wenn ich mich nicht irre. Und das ist jetzt der dunkelste. Da ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, auch eine Farbe für hellere Hauttöne dabei.
Und den nehme ich jetzt auch einfach nochmal mit dem Rougepinsel und verblende das Ganze so einfach ineinander. Also da muss man auch gar nicht so akkurat arbeiten, wie ich finde. Das sieht einfach total natürlich aus. Und die lassen sich einfach total gut verblenden, die Farben. Und wirklich natürlich auftragen. Also auch wenn ihr da jetzt echt kein Schminkprofi seid, könnt ihr damit echt super arbeiten. Und ich finde die Farben halt wirklich traumhaft schön. Ich trage jetzt mal ein bisschen mehr auf, weil wie gesagt die Kamera immer ein bisschen Farbe schluckt. Dass ihr es jetzt einfach mal seht. Also ich finde, da sieht die Haut total sonnengeküsst aus. Ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen an meinen Schläfen entlang. Und verblende das Ganze auch nochmal mit dem Rouge zusammen. Also ich finde, das sieht super natürlich und schön aus. Also ich finde, man sieht sofort so sonnengeküsst und frisch aus. Gerade so die Kombi aus Rouge, Highlighter und Bronzer finde ich echt toll. Der Rouge und der Highlighter sind zwar so schimmernd und der Bronzer so ein bisschen matt, aber halt nicht so totmatt, sage ich mal, sondern halt trotzdem noch irgendwie lebendig. Also ich finde den Look echt wunderschön und ja, möchte euch diese Kombi deswegen unbedingt empfehlen. Ich glaube, ich trage mal noch ein bisschen hier hinten auf, wo ich gerade so dabei bin. Wie frisch aus dem Sommerurlaub, würde ich sagen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen und ich finde, da ich ja schon für meine Verhältnisse zumindest relativ stark geschminkt bin, trage ich jetzt auf die Lippen nur noch ein bisschen Gloss auf. Und zwar den Fruit Pigmented Lip Gloss in der Farbe Naked. Das ist so ein Nude-Ton, also so ein bisschen rosa Nude, doch, kann man schon sagen, der einfach so ein bisschen Farbe, Glanz und Frische verleiht. So, ich finde, der Gloss rundet das Ganze nochmal total schön ab, verleiht so ein bisschen Pflege und ja, glänzt schön, aber klebt jetzt nicht so eklig oder so und hat auch keinen Glitzer. Also ich finde den echt super tragbar, sowohl für tags als auch für abends. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Gerne auch, ob ihr schon Produkte von der Marke kennt. Schaut auf jeden Fall auch nochmal auf meinem Blog vorbei. Da findet ihr auch nochmal viele Fotos und Swatches. Alle Produkte packe ich euch natürlich auch in die Infobox. Da könnt ihr nochmal genau nachlesen bzw. nachgucken, was ich denn verwendet habe. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ihr auch zukünftig solche Videos sehen wollt. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!